Hallo und herzlich willkommen zurück zu Daily Dose of Space Engineers. Ihr seht, ich habe schon wieder keine Luft hier drin. Bevor wir uns das jetzt aber ansehen, möchte ich euch was mitteilen. Ich habe an den Mods was geändert. Nämlich, ich habe den Weapon Core und somit auch die Northwind Weapons wieder rausgeworfen. Das hat folgenden Grund. Ich liebe an Space Engineers die Kämpfe. Die Raumkämpfe, die Roverkämpfe, weil die Waffen keine hohen Reichweiten haben. Mit Weapon Core, und das ist mit so ziemlich allen Weapon Packs für Weapon Core so, geht es nur noch darum, wer hat die dickste Waffe. Und das nimmt mir so ein bisschen den Spaß am Ganzen. Ich habe gerne Waffen mit wenig Reichweite und dann viele, so dass es halt glorious aussieht, wenn was bekämpft wird. Weil das hier waren übrigens genau ein einziger Treffer. Ja, ihr seht, ich habe schon wieder ein Riesenloch im Rover. Ich habe alle Northwind-Waffen entfernt. Ich habe die ganze Munition, die ich hatte, zerlegt, dass ich das Magnesium nicht verliere. Ich sollte jetzt auch... Genau, ich habe ein bisschen Munition. Ich habe auch ein bisschen Munition für die internen Geschütztürme. Weil die werden wir jetzt sogar brauchen, weil ich brauche eine Abwehr für... Ich werde beschossen. Hat nicht lang gedauert. Hol den Fleeting Rival vom Himmel. Komm schon. Sauber. Wenn ich mich Glück habe, hatte der Munition dabei. Und... What? Der fliegt noch. Gleich nicht mehr. Boom. Okay. Ja, das heißt, die Kämpfe werden wieder etwas spannender. Ja, ich werde wahrscheinlich auch wieder häufiger beschädigt, aber ich werde mir jetzt gleich ein paar Gatlings auf den Rover packen. Keine Sorge. Small Cargo Container ist leer. Das ist schlecht. Wo hat der denn seine Munition verloren? Weil der hat ja mit Sicherheit nicht alles zerschossen. Verschossen, bevor ich auf ihn... Ha, guck mal, was ich da habe. Vier Kisten Munition. So, und jetzt müssen wir nämlich erstmal gucken, dass wir den Rover wieder fit kriegen. Dass wir nämlich weiter können. So, das heißt, keine großen Reichweiten mehr, sondern wieder pures Kämpfen. Und ich freue mich drauf. Tatsächlich. So, lass mal kurz die Gatling bauen, dass ich wieder bewaffnet bin. Wurf alles mal weg. Danke. Why? Oder hatte ich das... Hä? Okay. Bildplaner mag mich heute wieder nicht. So, jetzt muss ich nämlich hier auch rein. Und sagen, 800 Meter Reichweite. Und das muss ich nun bei allen Geschütztürmen tun. Ha, ist das schön. Die lasse ich keine Raketen anvisieren. Aus Gründen, weil dafür will ich die internen nutzen, weil da ist die Munition billiger. Weil natürlich werde ich jetzt auch wieder von Raketen angegriffen. So. Und jetzt macht auch wieder jedes bisschen Munition Sinn und es kommt auch bis zu mir. Das ist ja der nächste Punkt. Jetzt kommt auch wieder was bis zu mir und meine Railguns machen das nicht in oh oh. Ja, das war genau so geplant. Eine Mantis. Der NPC Programming Extender ist natürlich nach wie vor drin. Das heißt, es kann auch sein, dass ein Schiff statt Gatlings Raketentürme hat. Das kann nach wie vor passieren. Daran habe ich nichts geändert. Und werde ich auch nicht. WTF? Was? Was hat auf mich geschossen? Hä? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ah, das war mein Rover. Da war noch irgendwas übrig. Okay. sehe ich das richtig? Ist da hinten auch schon wieder was beschädigt? Ha, ist es nicht schön. Beschädigte Rover. Ja, großartig. Okay. Wir machen... Mach mal... Zeitschaltblock. Jetzt auslösen. Ich muss ja irgendwie wieder in meinen Rover rein.
weil ich ja mal wieder keinen Wasserstoff mehr habe. Und hepp. Prima. So. Wasserstofftank. Sauerstofftank. Prima. Erledigt. Dann kümmern wir uns mal um die verloren gegangene Panzerung hier. Dürfte aber... Oh, das geht. Beschädigungsseitig. Also von den Blöcken. Es ist tatsächlich nicht so viel. Da muss wieder ein Block her. Da muss ein... Oh, nein. Gibt's den Block überhaupt? Ich glaube, den gibt's gar nicht. Da hatte ich, glaube den hier, ne? Ja, das macht Sinn. So, ist das wieder zu. Und wir machen natürlich auch gleich wieder den hier zu. Bam. Und dann dürfte es nämlich auch wieder luftdicht sein, genau. Können wir hier mal Reparaturen durchführen? Und wenn die Reparaturen durchgeführt sind... Ja, ich habe keine Metallgitter im Moment, ich weiß. Brauchen wir... Türme. Und ja, ich nehme... viele Gatling-Türme. Auch wenn das mit der Munition echt eng wird, aber... es muss sein. Brauche mehrere. Huch, was war das jetzt? Ein Lag. Jeder hat ihn gesehen, den Lag. Ich habe noch Zeug im Inventar. Sag mal. So, Gatling 1 fertig. Zielreichweite, ja. Gatling 2, fertig. Zielreichweite, ja. Schöne 800 Meter. So, hier genauso. Ach genau, das... ich habe doch jetzt Cargo-Ports hier oben. Wollte nur nicht mehr weit laufen. Top. Und hier machen wir dasselbe. So. Nun haben wir 4, 6 Gatlings. Das sollte mal für den Moment reichen. Und ein beschädigtes Heck. Das geht ja so nicht. Tu das mal reparieren. Na komm. Ja, jetzt machen nämlich die Gatlings auch wieder ordentlich Schaden. Und nicht so wie die Weapon Core Version, die macht ja im Grunde gar keinen. Energy critical. Ja, die Metallgitter jucken mich gerade wenig. Da haben wir noch einen Block. Der jetzt offensichtlich beschädigt ist. So. Okay. Heißt, äußerliche Beschädigungen vom Rover dürften erledigt sein. Yep. Was? Ich habe ganz viele Survival Kits, die ich alle benennen muss, unbedingt. Lava Crawler Survival Kit. So, dann weiß ich nämlich auch, welches das ist. Ich bin gerade einfach mal tot umgefallen. Gut, Vorteil, ich habe wieder Energie. Nachteil, ich bin tot umgefallen. Oh, hier liegt noch Munition. Da. Position des Körpers. So. So. Okay. Das erledigt. Dann brauche ich... Jetzt kommt nämlich der Punkt, dass ich vorhin erwähnt hatte. Kein Raketengeschütz, genau.
zwei interne Geschütztürme. Die mache ich aber nicht da hinten drauf. Das hat einen Grund, warum. Die mache ich hier. Ich brauche eine ordentliche Position für die. Aber hier so wäre ja vielleicht okay. Da ein und da ein. Die sind im Grunde meine Raketenabwehr. Die werden beide darauf eingestellt. Okay. Ah, ist das wieder schön. Wieder ordentliches Geballer. Ich hab's, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen vermisst. Okay, wo ist die Munition hingeflogen? Du hattest Munition, ich weiß es. Ihr habt immer Munition. Ich hoffe, er hat mir nicht zu viel beschädigt. Oh, nee, sieht gut aus. Versteht ihr jetzt, was ich vermisst habe? Ich denke, es kommt verständlich rüber, was mir gefehlt hat. So, jetzt kann ich meine internen Geschütztürme endlich einstellen. Raketen anvisieren. An. Genau. So, das könnt ihr so machen. Genau. Das sind nämlich dann meine Raketenabwehrtürme. Erstmal wirf mal alles da rein. So. Okay, wir mal kurz Ammo gucken. 25 mm Munition. Moment. Nimm mal da 10 raus und nimm mal da 10 raus. Mir ist es lieber, wenn jeder nur 3 oder so drin hat. Das ist okay. Dann weiß ich nämlich auch, wie viel ich... Oh. Warum habe ich da nur noch 38? Why? Aber das ist okay. Das ist okay. 20 hier rein. Und die 18 hier rein. Auf jeden Fall habe ich jetzt Munition. Hier ist die Munition vom Fleeting Rival. Hab sie gefunden. Weil jetzt kommt nämlich der geplante Umbau für hier hinten. Ich will eigentlich, und das werden wir jetzt nebenher tun, ich brauche mehr Magnesium. Das ist ja soweit klar. Ich habe noch 11 Kilo. Das ist soweit gut. Ich habe etwas Munition im Moment. Allerdings brauche ich mehr Magnesium. Das heißt, ich mache meinen Gravel Sifter wieder an. Und schnapp meinen Miner und hol noch ein bisschen Gestein. Fliege ich nur ein Stück weit weg. Huch, nicht so schnell. Ich sollte den Stein nicht rauswerfen, wenn ich ihn einsammeln will. Na komm. Machst du nicht ganz voll? Na gut. Prima. So. Jetzt werde ich den Stein da hinten einpacken und dann will ich noch... Wow. Warum tust du dir so schwer? 90 Tonnen. Okay. Ich sehe es ja ein, dass Stein schwer ist. Aber er bremst so schwach. Hab ich da... Er bremst zu schwach und er tut sich tatsächlich etwas schwer in der Luft zu bleiben. Mit Gestein. Da muss ich was dran machen. So. Die Raffinerie. Genau. Jetzt kannst du nämlich mal ganz viel Gestein raffinieren. Ich fülle so lange mal schön mein Zeug auf. Denn was ich
machen möchte, ist folgendes. Ich möchte die Möglichkeit haben, eine Menge Gestein zu sammeln, ohne den Miner rauszuholen. Weil ich bin jetzt vom Gestein abhängig. Ich werde nicht zur Schredder fliegen, wenn es vermeidbar ist. Und das ist es. Was ich aber möchte, ist... Ich mache einen Block hier hin. Sicher. Die sind stabiler als nur Rohre. Kommt der hierher? So, wenn ich den habe, dann benötige ich ein Scharnier. Ein Scharnier und ein Scharniergegenstück. Die kommen so ran. Und dann brauche ich einen Bohrer. Den ich natürlich nicht auf einmal reinkriege. Nicht so. So. So, komm schon. Wir müssen weiter. Come on. Ich habe gerade so ausgesehen, als ob meine Gatlings auf irgendwas zielen. So, was ich jetzt bei dem hier mache, ist... Die aktuelle Position ist 0. Die Obergrenze ist 10. Oh, nein. Falsch rum. Die Untergrenze wird 10. Na, machen wir 15. Die Obergrenze ist natürlich vermutlich 90. Jetzt sage ich Geschwindigkeit 1 RPM. Genau, dann geht er nämlich so hoch. Wenn ich jetzt sage, umkehren. Mach mal den an. Sicher ist sicher. Das war vielleicht etwas zu schnell. Fragt nicht, das war etwas zu schnell. Scharniergegenstück hinzufügen. Nein, halt. Obergrenze 90, mach mal 70. Vielleicht ist das besser. Nein. Ich will nämlich eigentlich nur so ein bisschen am Boden kratzen. 70, 60, 50? 50 ist realistisch. Inventory full. Man entschuldige meine Dummheit. So. Das reicht vermutlich schon zum was abbauen, richtig? Ja, zumindest zum langsam was abbauen. Scharniergegenstück. Das brauche ich jetzt noch und dann können wir nämlich beim Fahren oder jederzeit, wann ich will, Steine abbauen. Die Geschwindigkeit drehe ich mal ganz kräftig runter, dass ich die Bewegung sehr langsam mache. Fleeting Rival? Wo? Okay, cool. Ich muss da lang, ja, ich muss auf den Fleeting Rival zufahren. Das ist aber nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. So, das heißt, ich kann jetzt... Was stimmt mit meinen Rädern nicht? Irgendwas stimmt mit meinen Rädern nicht. Räders. Höhenversatz. Mach mal 20, ist es besser?
Scheint so. So, jetzt kann ich nämlich hier vorne Stein abbauen. Dann kann ich nebenher mal hier die Leiste leer räumen. Umkehren. Machen wir noch ein bisschen. Na komm. Ich hoffe, das reicht irgendwo hin. 3 Tonnen Gestein haben wir jetzt. WTF. Komm schon, mach schneller. Bau mehr ab. Mehr. Nicht? Ich würde gern mehr abbauen, als ich raffinieren kann. 31 Tonnen. Okay. Oder ich mache noch 2 Bohrer dran. Wäre vielleicht effizienter. Slippery Beetle. Okay. 83 Tonnen. Ja, ich denke, das können wir so machen. Jetzt machen wir mal so. Und parken. Genau, das ist jetzt eine sehr langsame Bewegung. Ach genau, und ich muss den Bohrer ausschalten. Bohrer aus. Genau. Jetzt kann ich da nämlich 2 weitere Bohrer platzieren. Ich habe hier kein Licht mehr, fällt mir gerade auf. Das geht nicht. Da geht so nicht. Und meine Frau hat mir noch vorgeschlagen, dass ich die 2 Gyroskope woanders platziere. Dann muss ich da nicht immer drum rumrennen. Und die Idee gefällt mir sehr. Das kann sein, das machen wir heute auch noch. Kopiert. Prima. Und eingefügt. Zack, wieder hell. Wunderschön. So, das heißt, wir machen jetzt... Bohrer Nummer 1 und das Scharnier ist wohl ziemlich gut in der Lage, die zu halten. Sehr gut. Gefällt. So, das heißt auch, ich kann... Nein. Werkzeugblöcke. Bohrer. Nein, ich kann jetzt so machen. Genau. Fahrwerkstärke hoch. Zum Runterfahren. Okay, ich muss die Geschwindigkeit noch höher drehen. Und ich muss gleich was trinken. Ja. Chill dich. Ja, ich muss die Geschwindigkeit vom Scharnier definitiv noch höher drehen. Na, obwohl... Können wir nämlich hier mal eine ganze Menge Gestein abbauen. Und da hat meine Raffinerie Arbeit und wir kommen dann Magnesium ran. Zumindest ein bisschen. Es muss reichen, um mich gegen Drohnen zu verteidigen. Und vielleicht früher oder später einen kleinen Fighter zu bauen. Ja, jetzt auf Schaden zu nehmen, kriegst gleich was zu trinken. Stell dich nicht so an, Junge. Noch ein bisschen. Darf sich ruhig lohnen. So.
mich das jetzt hin und wieder mache und dann einfach die Bohrer wieder hochklappt, dann ist alles in Butter. So, 288 Tonnen Eisen. Das ist prima. Trink was und iss was. Und dann sollte ich... Ah, genau, ich muss noch kurz nach dem Essen gucken. Wie es da aussieht, weil da dürfte ich mittlerweile auch ein bisschen was haben. Losing Air. Hydroponics. 18 Einheiten. Und 10 Einheiten Tofu. Da könnte ich ein bisschen was draus machen. 5 davon oder ein bisschen mehr davon. Aber Beef klingt gut. Die kann ich nicht machen, das ist klar. Aber 1, 2, 3, 4, 5. To have or not to have. Genauso wie weitere 20 Kilo Tofu. Wieso nimmst du das nicht raus? Hm? Da sind doch... Da ist doch genug drin. Nimm das mal hier raus. Wirf das mal hier rein. Dann hast du auch genug. Aua. Meine Gatlings leisten ganze Arbeit. Aber ja. Ich sage ja, Drohnenkämpfe funktionieren. Und können so wieder richtig Spaß machen. Jetzt muss ich nur gucken, wo der die Munition fallen lassen hat. Da liegt Gestein rum. Ach, das ist von mir vorhin. Hier liegt Munition. Weitere 4 Kisten. Mach mal den Schrott weg. Inventory full. Prima. Nice. Beschädigungen? Keine. Ich bin unbeschädigt. Sehr schön. Sehr schön. Den Umbau hier hinten... fangen wir nachher noch an. Ich will jetzt aber noch ein Stück weit fahren. Es ist gerade hell. Vielleicht kommen wir in dem Hell noch ein Stück weit. So. Das heißt, wir müssen jetzt, ja. Der Südpol ist in die Richtung. Das heißt, ja, wir fahren einfach in die Richtung. Entparken. Boost. Na, gucken wir mal, ob wir hier so durchkommen, wie ich mir das wünsche. Ohne groß was kaputt zu machen. So, ich fahre jetzt gleich... Ne, ich fahre da vorne hoch. Das ist ein bisschen flacher. Ja, da kommen ordentliche Booster noch dran. Keine Sorge. Da habe ich einen Plan. Aber ich sollte gucken... Wow! Da waren meine Räder gerade anderer Meinung. Ich sollte gucken, dass ich von dem Observer ein Stück weit wegkomme. Lavasee. Ist das nicht schön? Ich hoffe, ich kann ihn ordentlich umfahren. Silber. Okay. Am Hang fahren. Ist es nicht wundervoll? Wünsch mir nichts anderes. Ich will nicht dauerhaft in der Nähe eines Lavasees bleiben. Aus folgendem Grund, wenn ich eine Drohne vom Himmel schieße und die landet in der Lava, dann ist natürlich alles weg. Aua. Nichts kaputt machen. Bitte. Okay. Da liegt was. Und ein Fleeting Rival ist unterwegs hierher. Gatlings, ihr kümmert euch drum.
Ich vertraue auf euch. Ich vertraue auf euch. Hier liegt nicht mehr viel. Hier liegt wirklich nicht mehr viel und es ist schon wieder dunkel, weil ich wieder auf einem schattigen Part bin. Na gut. Stop it. Genau. Ich sollte hier nochmal noch gucken. 25 mm Munition. Halt die bitte auf nicht 20, sondern 30 Kisten. Ich denke, das können wir machen. 30 Kisten gehen klar. Der Fleeting Rival hängt irgendwo im Berg und kommt mir nicht näher. Das ist okay. Wieder so ein Lavasee, der mir nicht gefällt. Und gucken mal, ob wir den umfahren können. Das Problem ist, zum Überspringen bräuchten wir deutlich mehr Triebwerke. Weil ich zu schwer geworden bin. Oder? Weiß nicht. Und... Höp. Na, sehr, sehr kurzfristig würde ich was hinkriegen. Nur sehr kurzfristig. Ein zweiter Fleeting Rival. Okay. Das ist jetzt nicht was, was ich unbedingt haben möchte. Oh, komm ich? Hängt der auch fest? Nein, der kommt mir definitiv näher. Okay. Okay. Let me see your Schrott. Den sinnvollen Kram. Müssen wir gucken, ob er irgendwo Munition verloren hat. Kann aber sein, die ist weggekullert. Und man sieht halt genau wieder nichts. Aber ich kann jetzt gucken, ob ich hier irgendwo drüber komme. Ach du Scheiße. Ich könnte da hinten rumfahren. Dann müsste ich mich mit dem Observer anlegen. Ich könnte versuchen, hier durchzukommen. Dann müsste ich mich nicht mit dem Observer anlegen. Ja, ich glaube, ich versuche, da durchzukommen. Oh. Der schießt auf mich. Gatlings, würde dir bitte treffen? Oh, oh. Oh nein. Ich bin sowas von tot. Ach nee. Fuel critical. Also, jetzt. Lass mich hier raus. Wo ist mein Body? Position des Körpers. Da drüben. Mich hat's sehr weit weg katapultiert. Hallo Körper. Na. Danke. So. Der Fleeting Rival ist doch bestimmt auch irgendwo abgestürzt. Nein. Den finde ich nicht mehr. Na gut. Den finde ich nicht mehr. Warum ist eigentlich... Ach so. Ich habe keine Luft drin, weil... Ach nee. Wäre ich allein gar nicht drauf gekommen, du. Ming? Ming?
Immer noch nicht? Komm, gib mir. Genau. Und wieder umkehren. Aha. Ah, komm, gib doch zu, das war cool. Wait, what? Der nächste? Oh Mann. Okay, die meinen es langsam ernst. Das heißt, ich muss hier weg. I have to hau ab. Ich probiere es jetzt da über den Lavasee. Das wird eng, aber das sollte theoretisch gehen. Er ist weg. Ist er irgendwo aufgeprallt? Wäre cool. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier es schaffen, durch die Lava durchzukurven. Also hier ist alles noch breit genug. Das ist relativ entspannt. Und es ist sonnig. Hey, immerhin. Aber theoretisch sollte ich da durchkommen. Das kann bloß sein, ich muss ein bisschen rangieren. Um sauber durchzukommen. Ja. Aber. Ja, obwohl. Das reicht auch so. Ist angenehmer als erwartet. Ich muss übrigens demnächst den nächsten Außenposten bauen. Wenn mir sonst die Reichweite der Antennen nicht mehr reicht. Aber theoretisch noch einer bis zum Südpol. Weil dann würde die Entfernung reichen. Ja, ich muss hier kurz wenden. Obwohl ich natürlich einen Sprungversuch wagen könnte. Ich traue mich aber nicht. Jetzt gucken wir, wie eng es da vorne ist. Wenn es nicht zu eng ist, fahren wir durch. Wenn es zu eng ist, machen wir einen Sprungversuch. Und ich sollte gleich schon wieder was trinken. Aber das ist gar nicht eng. Wow, okay. Das sah nur eng aus. Und im Ernst, ohne Sonne ist halt alles schwarz. Das ist so übel. Aber wir kommen hier durch. Ich bin entspannt. Und da ist Uran. Mache ich mich aber jetzt im Moment nicht verrückt. Ich will nur ein paar Kilometer machen. Uns geht's gerade gut. Fahren wir hier durch. Jo. Fahren wir hier durch. Und wenn ich dann in der Sonne stehe, dann... Obwohl, eigentlich würde ich gern zuerst weit genug von dem Observer weg sein. Bevor ich jetzt Umbauten anfange. Also die Booster-Umbauten, die ich vorhabe. Weil das sollen dann Booster sein, die ich bei Bedarf an- und ausschalten kann. Weil hier auf der Ebene fährt sich's mit den 6 Atmo-Boostern eigentlich ganz gut. Das muss man einfach so sagen. Nur steile Berge, da tut er sich schwer. Da hätte ich gern, oder wenn ich mal schnell irgendwo weg muss, da hätte ich gern dann ein bisschen mehr Boost. Mein Flickenteppich. Apropos Flickenteppich. Habe ich eigentlich noch Gestein oder hast du schon alles verarbeitet? Du hast schon alles verarbeitet. Ja, dann wird's mal Zeit. Ich würde da gerne 03. Mach mal. Ein bisschen schneller. Ja. Genau. Okay, hier nehme ich mal wieder ein bisschen was abbauen. Dann können wir weiter Magnesium produzieren. Aber solange ich so ein bisschen Magnesiumversorgung habe, wenn ich das während dem Fahren immer wieder kann,
dann sollte ich eigentlich relativ gut vorankommen. Eigentlich. Schneller. Bohr. Wenn ich das vorher richtig gesehen habe, waren das ca. 6 Kilo, was wir da rausgeholt haben. Aus den 300 Tonnen Gestein. Das Verhältnis ist halt auch eher schrecklich. Okay. Lass mal sehen, wie viel haben wir? 363 Tonnen. Sollte mal okay sein. Wir klappen den mal wieder ein. Klapp ihn ein bisschen schneller ein, bitte. Ich möchte gern fahren. Und dann gehen wir mal noch ein bisschen. Ich hoffe, dass ich dadurch das Tal weiter Richtung Südpol komme, weil wir fahren... Naja, die Richtung ist einigermaßen okay. Oh. Terrain und so. Eisen. Schön. Komme ich da rum? Ja. Ja, doch. Das sieht gut aus. Ich muss da hinten durch das Tal. Anders, weil da werde ich nicht hochkommen. Richtig? Obwohl, das könnte auch sein, dass ich da durchkomme. Weil dann hätte ich zwischen dem Observer und mir Berge. Könnte hilfreich sein. Hier muss ich aber ein bisschen... Jo, wir haben momentan 1800 Tonnen. Ich komme hier nicht hoch. Beautiful. Ich bin... ja, jetzt kommt der Nachteil vom Steinebohren. Der Nachteil vom Steinebohren, ich werde schwerer. Viel schwerer. Okay, halt an. Komm schon. Einfach nur anhalten. Bremsen. Das ist maximaler Boost und angezogene Handbremse. Ich bin zu schwer. Okay. Ich sollte mal hier zumachen. Weil ich brauche Luft. Ich brauche Luft. Und dann brauche ich... Fleeting Rival. Kein Fleeting Rival mehr. Au. Es ist gut. Alter. Ist gut. Chill dich. Der chillt sich nicht. Oh, too high. Bin ich getroffen? Nee. Wo er gelandet ist, sieht man auch nicht, weil das, die Lava das alles viel zu hell macht. Okay, das heißt, wir fangen jetzt noch an, einen Booster zu bauen. Zumindest so, wie ich mir die gedacht habe. Und ja, dafür muss ich hier nach hinten. Jetzt kommt nämlich ein wichtiger Punkt. Hier. Der hier muss weg. Ich hab Sauerstoff. Ich könnte jederzeit wieder. Genauso wie der hier.
Und der hier. So. Jetzt brauche ich... Machen wir Stück für Stück. Zwei von denen. Ja, ich habe nur noch Platz für die eine Drohne, aber das ist okay. Das juckt mich eigentlich wenig. Dann brauche ich zwei weitere von denen. Ach ja, ich nehme mir gerade jegliche Cargo-Ports hier hinten weg. Das ist auch nett. Komme ich da noch ran? Ja, da komme ich noch ran. So. Und jetzt haben wir ja hier... Den da. Der muss weg. Auf beiden Seiten. Genauso wie der. Warum, zeige ich euch gleich, wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Genauso wie der. Vielleicht war das gar nicht die richtige Lösung. Ich mache jetzt da einen normalen Block wieder hin. Aber da muss ein Conveyor-Block hin. Genau. So, Conveyor-Block. Der muss hierher. Genau, dann brauche ich drei Gerade und eine Kurve. Eine Kurve und... drei Gerade. Vielleicht. So. So. Nein, brauche ich nicht. Oh, ich bin vielleicht auch nur ein bisschen doof. Nur ein bisschen. Denn wir machen das so. Der nächste Fleeting Rival ist unterwegs. Es wird langsam heftig. Jupp, ist in der Lava aufgekommen. Beschädigungen? Ja. Beschädigungen, ja. Was ich hier nämlich reinmache, ist folgendes. Ein weiterer Wasserstofftank auf beiden Seiten. Warum? Ist eigentlich ganz einfach. Ich will Wasserstoffbooster bauen. Kleine. Weil Wasserstofftriebwerke sind halt, was die Kraft angeht, deutlich heftiger als Knotentriebwerke. Ich muss gleich mein Dach reparieren. Wow, ich bagge durch mein Dach. Nett. Weil hier hinten sind dann theoretisch, da müssen wir nämlich gucken, wie teuer Raketen sind, theoretisch Plätze für zwei Raketentürme. Theoretisch. Mehr macht er nicht. Ich muss wieder rein. Wow. Rausbacken und dich dann selber einsperren. Cooler Shit. Okay. So, dann muss ich den Schrott loswerden. Na, come on. Wenn ich nämlich drei kleine Wasserstofftanks habe, sollte das reichen. Im Ernst. Und ich habe so viel Strom zur Verfügung. Das muss man halt auch einfach mal so sagen.
dass das überhaupt kein Problem darstellt. So. Was? Wollte ich gerade sagen. Lüg doch nicht. So. Das heißt... Inventory full. Au. Das heißt, ich muss mir echt um einen Cargo-Port kümmern. Komm schon. Moment, ich mach das anders. Ich platziere zuerst den Tank. Genau. Kann ich da alles reinstecken? Und dann muss ich mich um einen Cargo-Port kümmern. Ich hab dann hier hinten gar keinen mehr. Mach mal hinten auf. Importtransportkurier. Dann muss ich die Gatlings als Cargo-Port nehmen. Was jetzt auch an sich kein Problem darstellen sollte. Hoffe ich. Ich hoffe, dass es keine Sparrow. Gatlings. Feuer öffnen. Okay. Das war jetzt... Ah. Die liegt hinter mir. Warum ist es eigentlich dunkel? So. Die liegt hinter mir. Hallo Sparrow. Na? Alles gut? Ich hoffe doch. Und mein Dach ist schon wieder beschädigt. Ist das nicht absolut großartig? Dass mein Dach schon wieder beschädigt ist. Schwer beschädigt ist. Sag mal. Überall ist was. So, der ist fertig. Dann brauche ich... Das. Und das. So, wenn ich das jetzt rechts und links so habe, kann ich da, wenn ich jetzt hier sage, natürlich industrielle Wasserstofftriebwerke, ne? Was anderes machen wir ja nicht. Aber ich hoffe, dass zwei Triebwerke ordentlicher Zusatzboost sind. Ansonsten kann ich das ja jederzeit upgraden. Naja, stimmt, da sind ja auch 10.000 Metallgitter drin. Mindestens. So, einmal. Hä? Why? Warum schon wieder? So. Zwei Wasserstofftriebwerke. Das sieht nämlich hier drin jetzt irgendwie auch cool aus. Ich finde, das hat was. So, das heißt, wir können hier Tor zumachen. Ich will nämlich eigentlich noch den Berg hoch. Ich will den Berg hoch. Vor allem können wir jetzt Gruppen erstellen. Industrielle Wasserstofftriebwerke. Gruppe. Extra Boost. Einfach, weil ich es cool finde. Und den mache ich jetzt aus. Dann mache ich meinen O2H2-Generator an.
Der darf nämlich jetzt Wasserstoff produzieren. So, und dann brauche ich noch eine Steuerung für extra Boost an aus. Der ist jetzt im Moment aus. Wenn ich den jetzt anmache, Aufprall. Komm schon. Okay, sie bringen ein bisschen was, aber wenn wir ehrlich sind, nicht genug. Wenn wir ehrlich sind, nicht genug. Es hat nicht den Kick, den ich mir wünsche. Vor allem bin ich schon wieder beschädigt. Aber es hat nicht den Kick, den ich mir wünsche. Inventory full. Inventory full. Okay. Wow! Passt mit verbogenen Blöcken auf, ey. Holy. Ach, Quark. Inventory full. Was habe ich denn so viel im Schrott? Schrott und anderen Kram habe ich im Inventar. Und hier oben gar keine Cargo Ports mehr. Komm schon, we need Boost. Nein, nicht so viel eigentlich. Ich würde in der Mitte gern Blöcke belassen. Auch wenn die Überlegung wäre, ich weiß, das ist jetzt voll, das Inventar. Schwere Panzerung. Aus Gründen. So. Ja, ich weiß. Kümmere ich mich gleich drum. Die zwei. Stoff. So. Und so. So. Und dann brauchen wir natürlich weitere Boost-Triebwerke. Oh wow, ich krieg nicht mal ein Triebwerk ins Inventar. Das ist halt schon... Hey. Schwierig. Nimm doch endlich die Stahlrohre raus. Boy. Und... noch eins. Genau. Und dann mit 4 Boost-Triebwerken. Sollten wir ein bisschen Zusatzkick haben? Zumindest so viel Zusatzkick, dass man da, wo ich nur schwer hochkommen würde, hochkomme. So viel Zusatzkick sollte ich dann haben. Richtig? Richtig. So, jetzt machen wir euch nämlich aus. Aus. Das testen wir. Oh nein, der nächste Fleeting Rival. Oder? Hier. Vielleicht kann ich Ablenkungsmanöver spielen. Der war nicht schlecht.
Der war echt nicht schlecht. Leichte Deformation im Rover. Aber sonst unbeschädigt. Sehr gut. Das ist sehr gut. Prima. Tür zu. Hier. Wow. Das heißt, ich könnte auch die hier einschalten. Weil ich natürlich ein bisschen mehr Eis brauche. 6 Kilo Magnesium haben wir noch. Das ist nicht so viel. Ja, ich verbrauche jetzt halt durch die ganzen Drohnenattacken momentan deutlich mehr. Huch! Ich habe da hinten was weggeflext. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Okay. Industrielle Wasserstofftriebwerk. Extra Bus. Speichern. Top. So, Beschleunigung ohne. Geht so, ne? Okay, halten wir nochmal an. Ich stehe still. Aktiviere Booster. Beschleunigung mit. Ich würde mal sagen, die lohnen sich. Die lohnen sich definitiv. So. Was wir jetzt aber als erstes noch machen, ist nicht die lohnenden Booster benutzen, sondern Magnesium erzeugen. Das ist nämlich ein Problem. Komm schon. Das machen wir nämlich jetzt noch. Und dann, während ich das tue, würde ich mir vielen, vielen Dank fürs Zusehen sagen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch morgen wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.